haben wir netterweise wieder Richtung Kabine geschickt, weil sonst hätte er einfach ewig gewartet. Wie ihr alle mitbekommen habt, war noch etwas Party unten auf dem Spielfeld. Darum hat sie einfach die Pressekonferenz ein bisschen nach hinten geschoben. Darum machen wir einfach heute eine kleine Wördins-Pressekonferenz. Und die erste Frage natürlich an dich, Will. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Danke. Danke. Und jetzt deine Meinung zu diesem Sieg. Ja, ein guter Sieg. Ich bin mentally müde jetzt. Aber super Spiel von beiden Mannschaften. Two top teams. Spielt sehr hart. Aber für uns, down the stretch, wir haben die Verteidigung war sehr gut. Wir haben zwei, drei Stops in crucial moments. Und Carlos, Frankie Sullivan out. Make big plays down the stretch. Freiwerfer, this was sehr schlecht, aber in the end, it's been it counts. And yeah, we're marking this in the end. Aber weiter ist ein super Spiel und wir müssen gehen der Sonntag. Es wird ein anderes, hartes Spiel. Aber for sure we wanted to win at home tonight. This is good. Ich habe mir gerade einen Blick auf die Statistik geworfen und ein Spieler fällt mir auf. Chris Tetzner in 19 Minuten, 15 Punkte. Tetzner ist ein Veteran, aber sehr clever. Nicht so schnell, nicht so athletic, aber sehr clever. Das ist keine Beleidigung für Chris Tetzner, er weiß es auch durchaus einzuschätzen. Ein Co-Moderator im Stream hat ihn mal als den langsamsten Basketballer der Welt bezeichnet. Hat es aber dann auch Chris Tetzner persönlich gesagt und Chris sagte, ja, ich weiß. Das ist mein Spielstil. Vielen Dank, Will. Ingo, die Frage an dich nach dem Spiel. Du hast nicht mitgetanzt, habe ich gesehen. Woran lag's? Nee, ich hatte meinen Tanz schon am Sonntag nach dem Nürnberg-Spiel und ich darf immer nur einmal im Jahr tanzen. Und, ja. Und deine Meinung zum Spiel? Ach so, ja, nee, Will hat eigentlich alles gesagt heute. Also es war, glaube ich, ein super Spiel, auch zum Angucken. Was ich vorher meinte, es wird ein ganz anderes Spiel als die Spiele aus der Nürnberg-Serie. Also nicht nur kloppen, festhalten und drücken, sondern auch mal vorne ein bisschen zusammenspielen, mal eine schöne Aktion haben. Ich glaube, da liegen sich beide Mannschaften, obwohl die Verteidigung, glaube ich, schon intensiv war, haben aber beide Mannschaften zusammengespielt und dadurch auch viele vernünftige Aktionen kreiert. Dass natürlich nicht alles dann klappt, wie man sich wünscht, ist klar. Aber ich glaube, das war insgesamt ein super ansehenswertes Spiel. Das sehe ich genauso. Vor dem Spiel hat man einige Fragezeichen bei den Fans gesehen. Stevie Johnson hat sich nicht warm gemacht. Er ist schwerer verletzt oder was ist mit ihm los? Nö, weil er sich nicht warm gemacht hat, hat er nicht gespielt. Nein, Spaß beiseite. Also Stevie hat halt momentan muskuläre Probleme. Seine Beine, das geht momentan nicht mehr so richtig. Der wird auch Sonntag nicht spielen. Und der muss jetzt erstmal wieder seinen Körper fit bekommen und dann schauen, was sich weitergeht. Die Frage, wie es weitergeht, die können wir direkt, glaube ich, Martin Romek stellen. Was gibt's rund um das Team Neues, abseits vom Ball ein bisschen? Rund um das Team, rund um den Club. Wir kämpfen gerade hier noch um die Lizenz. Wie ihr wisst, am 7. Mai fallen die Entscheidungen. Also da trifft sich der Lizenzausschuss in Köln und befindet ja, über die einzelnen Lizenzanträge. Wir haben in den letzten zwei Wochen viel gearbeitet, nachgearbeitet. Also nicht bloß auf Sponsorenebene, sondern da ging es um Fragen zur Infrastruktur, zur Halle, zum Thema Nachwuchsförderung. Also rundum, ich war voll beschäftigt. Ja, also das ist das, was gerade Sache ist. Wir sind guter Dinge, dass unsere Zahlen passen, belastbar sind
Und über das andere, da müssen jetzt andere entscheiden. Und vielleicht wird morgen noch, noch was nachgereicht. Aber da greife ich davor und kann eigentlich nichts offiziell sagen. Ja. Also ich habe jetzt eigentlich nichts gesagt. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich bin noch eine Weile hier. Ich denke, diese Mannschaft hat es verdient, dass alle, die Zeit haben, am Sonntag den Weg mit uns nach Göttingen mitmachen und unsere Mannschaft unterstützen. Ich kenne euch alle. Nach zwei Wochen jammert ihr mir wieder alle die Ohren voll, warum es kein Basketball im Sommer gibt. Und den können wir jetzt vorbeugen. Letztes Mal am Sonntag. Würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Anmeldungen bekomme. Wie ihr wisst, haben wir da starke Unterstützung von unserem Hauptsponsor, der VfB Schwäbisch Hall Crailsheim, bekommen, um dies auch möglich zu machen. Die Zeit ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich weiß nicht, wann wir wieder in so einer Situation sind. Ja? Also wir würden uns unheimlich freuen über jeden Einzelnen, der sich jetzt noch dazu entscheidet, zu kommen. Ihr dürft euch bis morgen 12 Uhr auch bei mir persönlich melden, per E-Mail oder SMS, WhatsApp. Also ich bin auf jeden Fall erreichbar für Anmeldungen. Ja, ich denke, diesen einmaligen Moment am Sonntag sollte jeder, der Zeit hat, mitnehmen. Fanbus hat noch Platz. Ich habe gerade eben draußen bei den Supporters gefragt. Die Fanbusse haben noch Platz. Also da geht noch was und wie gesagt, anmelden. Genau, aber lasst uns den heutigen Abend erstmal genießen. Draußen spielt gleich Seatown Connection, danach in der Kantine 26, dann am Sonntag in Göttingen und dann natürlich gibt es am Montag um 18 Uhr hier in der Hackbau Arena das Meet and Greet mit der aktuellen Mannschaft. Vielleicht kommen Sie ja als Pro-Art-Champs aus Göttingen zurück und dann gehörte sie einfach hier einen richtig ordentlichen Empfang für die Jungs zu gestalten. Der Fanshop hat auf, es wird Autogrammkarten geben, man kann Fotos mit den Spielern machen, man kann ein paar Runden mit Martin oder Ingo werfen, wer sich traut. Einfach noch die Saison ausklingen lassen, die Supporters grillen und ich sag, wenn du nichts mehr hast, schönen Abend, feiern Sie noch ein bisschen.